Nein, bitte nicht! Wir sind unschuldig! Bitte tut es nicht! Halt deinen Mund und stör uns nicht! Sorg dafür, dass er seinen Mund für immer schließt. Ich kann sein Geschrei nicht länger ertragen. Nein! Was ist passiert? Hey, Robin! Ich habe geträumt, dass Little John und die anderen hingerichtet wurden. Oh. Warum seid ihr alle so traurig darüber? Das geschieht ihnen ganz recht. Little John und die Banditen sind Freunde von uns. Wie redest du denn von ihnen? Wieso haben sie dann gegen Robin gekämpft, wenn sie unsere Freunde sind? Naja, das war einfach ein dummes Missverständnis. Little John ist trotzdem ein guter Freund von uns. Deswegen sollten wir was unternehmen, um ihn zu retten. Winifred hat recht. Das wird nicht leicht werden, fürchte ich. Wie ich Lord Elvin kenne, hat er für uns bestimmt eine Falle vorbereitet. Aber es sind unsere Freunde und ich muss sie auf jeden Fall retten. Wir sollten erst mal versuchen, mehr über die Sache in Erfahrung zu bringen. Ja, das finde ich auch. Soldaten! Soldaten der königlichen Wache! Seid ihr taub aufgestanden, aber ein bisschen plötzlich? Los, los, los! Raus aus den Federn mit euch! Was soll denn dieser Krach am frühen Morgen? Hey, guckt euch den mal an. In diesen komischen Kleidern sieht er aus wie ein Clown. Du kleiner Narr. Erkennst du etwa diese Kleider nicht? Das ist die Uniform der königlichen Wache von Sherwood. Königliche Wache? Oh, ach ja, richtig. Ich hatte ja ganz vergessen, dass wir keine Banditen mehr sind. Ihr müsst euch ab jetzt eurer neuen Verantwortung bewusst sein. Aufgestanden! Gut so, gut so. Los und jetzt alle Mann im Gleichschrittmarsch zum Brunnen. Links und rechts und links und rechts und links und rechts und... Matsch! Machst du dich über mich lustig? Wer ich? Ich bin dein Hauptmann, John der Große. Merke das ein für alle Mal. Ja, ja, jo, jo, jo. Was ist nur mit Little John los? Bis gestern haben wir gegen die Soldaten gekämpft und jetzt sind wir selbst welche. Unser Boss ändert seine Meinung ziemlich schnell. Ja, da habt ihr leider recht. Ich verstehe auch nicht mehr, was in letzter Zeit mit ihm los ist. Da, seht nur meinen Rücken. Ich habe überall blaue Flecken und das tut verdammt weh. Hey, ihr, steht da nicht so faul rum. Etwas mehr Beeilung, wenn ich bitten darf. Ich sehe, bist du heute gut in Form, Hauptmann John. Zu Befehl. Lord Elwin, darf ich euch untertänigst einen guten Morgen wünschen? Danke. Du hast also begriffen, dass ich sehr anspruchsvoll bin. Natürlich, ihr werdet zufrieden sein. Aber dieses Zeichen. Ja, das ist doch nur ein wertloser Gegenstand. Aber das ist doch. Oh. Entschuldigt bitte meine Ungeschicklichkeit. Lord Elvin? Ah ja. Ich bin sehr stolz auf euch. Deswegen werde ich euch heute mit einem besonders guten Essen bewirten. Juhu! Ihr seid sehr großzügig. Wir sind euch ewig dankbar. Ach, übrigens, mein kleiner Freund. Wie? Ich? Ja, komm doch bitte einmal mit mir mit. Jetzt? Aber ich habe Hunger. Kann das nicht warten? Du wirst gefälligst mitgehen. Du hast die Befehle von Lord Elvin zu befolgen. Jawohl, Vermieser. Da kommen sie ja. Oh, Barbara, Winifred, wo wart ihr denn so lange? Entschuldige, Will, aber... Rede, was habt ihr gesehen? Es ist sehr merkwürdig. Die Leute erzählen, dass Little John und die Banditen nicht gefasst worden sind. Das ist doch unmöglich. Wir haben den ganzen Sherwood Forest nach ihnen abgesucht. Wir konnten nirgendwo eine Spur von ihnen finden. Wir haben überall nachgesehen, auch beim Schloss. Heißt das, dass niemand im Dorf von der Gefangennahme weiß? Sie sind sicher in den unterirdischen Verliesen eingesperrt. Die armen Kerle. Ich verstehe nicht, wieso sie noch nicht hingerichtet wurden. Ich glaube, sie wollen Little John und die Banditen als Köder benutzen, um uns zu fangen. Oh, Robin. Warum so bescheiden, junger Freund? Nimm dir so viel du willst. Wohl bekommst. Danke, aber ich kann wirklich nicht mehr. Ja, ein bisschen noch. Es schmeckt sehr lecker. Du musst noch wachsen. Du brauchst Kraft. Lord Elvin, was hat das alles zu bedeuten? Sag, was bezweckt ihr damit? Aber es ist der Richard. Es ist der Richard. Tippel, sprich nicht so laut.
Lord Elwin, seht ihr denn nicht, was ich sehe? Ja, das ist die Medaille, die König Richard auf seiner Brust getragen hat, als er in den Krieg zog. Versteht ihr jetzt meinen Plan? Aber warum ist sie denn im Besitz dieses Banditen? Jetzt bin ich aber endgültig satt. Nun, Matsch, nun sage mir doch einmal, wo hast du denn diese schöne Medaille gefunden, die du dort an deiner Brust trägst? Das ist ja ein wahres Schmuckstück. Du hast sie wahrscheinlich gestohlen, als du noch ein Bandit warst. Gib's zu. Was? Nein, nein, ich habe sie geschenkt bekommen. Ach, tatsächlich? Von wem? Ein Mann reiste durch die Wälder. Er nannte sich der Große und er kam rein zufällig nach Sherwood Forest. Er hatte sein Gedächtnis verloren und wusste nicht, wo er war. Für einige Zeit hat er bei uns gelebt und das war sehr schön, denn er war viel geschickter, intelligenter, großzügiger und ehrlicher als unser Anführer. Eines Tages schenkte er Little John diese Medaille. Kurz danach hat er uns dann leider wieder verlassen. Irgendwann hat Little John mir diese Medaille geschenkt. Aber warum fragt ihr danach, was ist daran so Besonderes? Ach, ich frage nur so. Hat dieser Mann denn seine Erinnerung wiedererlangt, bevor er euch verlassen hat? Um ehrlich zu sein, das weiß ich nicht. Vielleicht hat er ja mit Robin Kontakt aufgenommen. Hey, hey! Mhm. Habt ihr noch weitere Fragen? Sonst gehe ich lieber. Little John wartet auf mich. Ach, mach dir darum nur keine Gedanken. Hey, etwas Obst und Nachtisch für meinen jungen Gast. Nachtisch? Obst und Nachtisch? Nur her damit. Von nun an wirst du mein Ehrengast sein. Lass es dir nur schmecken. Aber was ist mit Little John? Mach dir deswegen keine Sorgen. Ich werde mit Hauptmann John reden. Komm jetzt, nimm von dem Nachtisch. Ist das wirklich alles für mich? Ja, natürlich. Ui, vielen Dank, vielen Dank. Was halten Sie davon, Lord Elwin? Ich bin sicher, dass dieser Mann in Wirklichkeit König Richard war. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass er mit Robin in Kontakt steht. Dann ist er also am Leben. Und was geschieht, wenn er seine Erinnerung wieder erlangt? Das wird ganz furchtbar für uns. Reißt euch zusammen, Hochwürden, verliert jetzt nicht die Nerven. Lasst diese Göre nicht aus den Augen, verstanden? Was, ich soll ganz allein auf einen Banditen aufpassen? Die Zukunft unseres Königreiches steht auf dem Spiel. Begreift doch endlich. Ja. Ja. Die Zukunft unseres Königreiches, ja natürlich. Was hat er wohl jetzt nur wieder vor? Los, los, los! Nicht so lahm, lauft gefälligst, seid, was ihr könnt, ihr faulen Hunde! Hauptmann John, ich muss euch sprechen. Melde gehorsamst! Ich befinde mich im Training mit meinen Soldaten. Danke. Ganz ausgezeichnet, Hauptmann John. Ihr seid eine große militärische Begabung. Danke. So ein Kompliment habe ich lange nicht gehört. Hauptmann John, hört zu. Ich muss euch um einen Gefallen bitten. Stets zu Diensten. Gut. Mein Ruf muss auf jeden Fall unbeschadet bleiben. Natürlich. Ich will, dass ihr Robin den Geächteten mit eurer Intelligenz und eurer Kraft aus dem Weg räumt. Robin Hood? Kein Problem. Das sollte für jemanden wie mich nicht allzu schwer werden. Wann soll die Sache denn steigen? So schnell wie möglich. Wenn du erfolgreich bist, befördere ich dich zum Kommandeur. Was sag ich? Zum Oberkommandeur der königlichen Wache. Ihr könnt euch auf mich verlassen. Die Sache ist schon gegessen. Ich werde Kommandeur, was sag ich? Oberkommandeur der königlichen Wache, John der Große. Also abgemacht. Zu Befehl. Los, los, alle Mann zu mir. Wir müssen sofort in den Wald aufbrechen und wagt es nicht, eurem zukünftigen Oberkommandeur zu widersprechen. Wenn er Robin erledigt hat, kommt er als nächstes an die Reihe. Dann habe ich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Dieser kleine Dummkopf, was bildet der sich nur ein? Komm, beeilen wir uns. Wir müssen verschwinden, bevor sie uns hier finden. Wo ist Robin? Wo? Nur keine Sorge. Er hat gesagt, dass er gleich zurückkommen will. Was ist? Seid ihr bereit? Endlich, da bist du ja. Oh, Robin, was kannst du uns Neues berichten? Im Moment nichts, worum wir uns sorgen müssten. Aber wir gehen trotzdem besser auf Nummer sicher und suchen uns ein neues Versteck. Soll ich die Wäsche erst noch fertig machen? Nein, du kannst sie waschen, wenn wir zurückkommen. Los jetzt, gehen wir. Hallo alle miteinander. Aber, Little John... Hallo, Robin. Wie ich sehe, geht es dir gut. Wie schön, dann bist du also frei? Oh, um mich macht euch mal keine Sorgen. Ich bin jemand, der immer Glück hat. Wer mich fangen will, muss erst noch geboren werden. Was für seltsame Kleider du trägst. Ruhe! Wagt es ja nicht, mich zu veralbern. Little John, was ist denn los? Sei still, du lächerlicher Wurm. Wir sind die königliche Wache von Sherwood und ich bin ihr Oberkommandeur. Ab jetzt wird nur noch getan, was ich befehle.
Ist das dein Ernst? Du kitzelst mich. Warum muss ich nur auf diesen blöden Banditen aufpassen? Ich frage mich, was sich Lord Elwin wohl davon verspricht. Wie geht es dir? Bist du zufrieden, mein kleiner Prinz? Ach, ich komme mir schon vor wie ein richtiger Adliger. Ah, das höre ich gerne. Und was hältst du davon, ein richtiger Prinz zu werden? Ich? Erklär uns sofort, was das bedeutet. An der Seite Lord Elwins erwartet mich eine glänzende Zukunft. Ihr werdet sehen, in kurzer Zeit werde ich den Rang eines Oberkommandeurs innehaben. Du hast dich von Lord Elwin einwickeln lassen. Sei doch nicht so leichtgläubig. Ach, meine liebe Winifred, versuche doch endlich es zu begreifen. Wir sind jetzt Soldaten. Unter dem Befehl meiner Wenigkeit, John dem Großen, allerhöchstpersönlich. John dem Großen? Ganz richtig. Und jetzt rate ich dir, lass dich ohne Widerstand verhaften. Und ich werde dafür sorgen, dass Lord Elwin dein Leben verschont. Little John, weißt du noch, vor ein paar Tagen hast du mich einen Verräter genannt. Aber jetzt muss ich feststellen, dass du der Verräter bist. Was? Du hast diesen Wald und deine Freunde dem Feind übergeben, du dreckiger Verräter! Du dummer Narr, ich wollte dich retten. Aber ich habe meine Meinung geändert. Ich lasse mich von niemandem einen Verräter nennen. Robin, im Namen des Königs, du bist verhaftet. Ja! Ja! Robin! Kommt nicht näher, aber bringt euch in Sicherheit. Ja. Flieht schnell! Sei vorsichtig! Los, kämpfe mit mir oder bist du zu feige? Zu feige? Ich bin bereit. Nur wir beide, mein Freund, ohne die anderen. Und diesmal werde ich dich nicht verschonen. Du hast es ja nicht anders gewollt. Little John, die Gier nach Macht hat dich blind gemacht, aber ich öffne dir die Augen. Mund halten und kämpfen! Robin, Vorsicht! Oh! Little John! Robin! Little John? Robin! Little John! Robert, ich bin euer Oberkommandeur. Robert, bewegt eure Knochen, alles hört auf mein Kommando. Und wie würde es dir gefallen, Kleiner, später vielleicht auch noch König zu werden? Aber ich verstehe nicht, warum denn ich? Du hast die Medaille geschenkt bekommen, die früher einmal dem verstorbenen König Richard gehört hat. Und das Muttermal, das du auf deinem Hinterteil hast, ist dasselbe wie das, das der König auf seiner Schulter trägt. Das Symbol des Stiers. Aber hat das denn etwas zu sagen? Lord Elwin hört. Meint ihr nicht, dass ihr mir eine Erklärung schuldet? Na schön, dann hört gut zu, Lord Herford. Also, es steht geschrieben, dass nur derjenige, der das Muttermal in Form eines Stiers hat, der rechtmäßige Nachfolger König Richards wird. Dieser Junge wird König Richard II. Ja, aber seid ihr euch sicher? Also, Kleiner, was meinst du? Was hältst du von meiner Idee? Bring die Kleider für den neuen Prinzen herein. Nur zu, probier sie an, sie werden dir gut stehen. Sind die nicht viel zu auffällig und protzig? Nein, die sind genau richtig. Probier sie! Ja. Aber ihr habt doch nicht wirklich vor, König Richard durch diesen kleinen Narren zu ersetzen. Das ist doch nicht euer Ernst. Nur ihr und ich, Hochwürden, werden dieses Land regieren. Habt doch etwas Vertrauen zu mir. Oh, wunderbar. Du siehst einfach fantastisch aus. Ja, meint ihr wirklich? Und jetzt ist es an der Zeit, dass du gute Manieren lernst. Das ist notwendig. Denn von heute an wirst du Richard II. Sein. Richard II.? Das gefällt mir nicht schlecht. Ich werde ein guter König werden. Prinz, wir werden dich jetzt allein lassen, damit du dich auf deine Aufgaben vorbereiten kannst. Kommt, Hochwürden, wir gehen. Richard II. Trollt euch! Das ist ein Befehl von König Richard II. Ich kann euch einfach nicht verstehen. Ihr bringt uns in die größten Schwierigkeiten. Ich erwarte sofort eine Erklärung. Still! Seid doch still. Ihr habt keine Fantasie und langweilt mich. Ah, gib mir auch ein Glas Wein. Das ist jetzt genau das Richtige. Lord.
was tut er? Ist das nicht das Gift, das ihr erhalten habt? Warum gießt ihr es in den Wein? Lord Elwin, sagt mir, was ihr vorhabt. Ich verstehe euch nicht. Was glaubt ihr wohl? Es ist wirklich Gift. Wie könnt ihr nur? Das kann nicht euer Ernst sein. Regt euch nicht auf, Hochwürden. Das gehört alles zu meinem Plan. Aber ihr könnt doch nicht so einen ruchlosen Mord planen. Habt ihr denn gar kein Herz? Wozu soll das gut sein? Hört zu. König Richard wird vermisst und sein rechtmäßiger Nachfolger, Richard II., befindet sich hier in unserer Gewalt. Aber das ist doch kein ausreichender Grund, um Prinz John zu vergiften. Nur ein kleines Schlückchen aus dieser Flasche Wein und das Königreich wird uns beiden gehören. Nein, ich möchte da nicht mitmachen. Hey, wovor habt ihr Angst, ihr erbärmlicher Feigling? Schließlich habt ihr selbst eine unehrenhafte Vergangenheit. Habt ihr das schon wieder vergessen? Und wenn der Plan misslingt, sind wir beide tot. Ihr braucht euch um nichts zu sorgen. Wir müssen Prinz John nur dazu bewegen, ein Schlückchen davon zu trinken. Und dann wird das Königreich uns gehören. Ach, ich habe solche Angst vor Richard, dass ich nicht mehr weiter weiß. Am besten werde ich mir etwas Mut antrinken. Fox, der Wein ist alle. Bring eine neue Flasche. Ich habe mir erlaubt, euch eine Flasche sehr guten Weines zu bringen, wenn ihr mal probieren mögt. Oh, Herford, ihr kommt gerade recht. Tretet näher und gießt ein. Ja, jawohl. Was ist los? Eure Hände zittern ja. Geht's euch nicht gut? Oh, es ist nichts, es ist nichts. Ich verstehe, das macht nichts. Ich wette, ihr habt auch eins zur Brust genommen. Das muss euch doch nicht peinlich sein. Das kommt doch ja, vor. Ja, ihr habt recht. Ich bitte, das zu entschuldigen. Es tut mir leid. Nun gut, aber lasst mich endlich von diesem exzellenten Wein probieren. Oh, wie schade. Ich bin wohl selbst etwas betrunken. Entschuldigt, es tut mir leid. Ich habe den kostbaren Wein verschüttet. Schenkt mir ein zweites Glas ein. Ihr habt doch genug da, oder? Was ist denn los? Ihr seid ja auf einmal ganz blass geworden. Ihr habt doch nicht etwa versucht, mich zu vergiften. Gesteht es lieber gleich. Nein! Ich hab doch nur einen kleinen Scherz gemacht. Elwin wäre dazu fähig, aber doch nicht ihr. Ihr hättet niemals den Mut dazu. Nun genug des Unsinns. Gießt mir noch ein Glas ein. Ja, natürlich. Ihr wartet hier, bis ich euch rufen werde, verstanden? Jawohl. Ich werde Herford des Mordes an Prinz John anklagen und ihn hinrichten lassen. Dann bin ich alleiniger Herrscher. Gleich ist es soweit. Oh, Prinz John, wie geht es euch? Was ist? Aber Prinz John, wo steckt denn Herford? Ich werde ihn verhaften. Oh, ihr seid es, Erwin. Wo um alles in der Welt ist Herford? Er ist losgegangen, um eine neue Karaffe Wein zu holen und ist nicht wiedergekommen. Erwin, warum geht ihr nicht und holt mir noch etwas Wein? Mich dürstet. Ja, natürlich. Wie ihr wünscht, mein Prinz. Verfluchter Herford, dieser Feigling. Er hat jämmerlich versagt. Aber ich werde den Weg zu Ende gehen. Ich werde erreichen, was ich mir vorgenommen habe. Lord Herford, was wollt ihr? Robin! So redet schon. Was tut ihr mitten in der Nacht hier im Wald? Oh, Robin, Robin, endlich habe ich dich gefunden. Robin, ich flehe dich an, hilf mir. Nein, diesmal nicht. Nochmal werdet ihr mich nicht zum Narren halten. Nein, nein, es ist ernst. Mir wurde befohlen, Prinz John zu vergiften, aber ich hatte einfach nicht den Mut dazu, also bin ich geflohen. Ihr solltet den Prinzen vergiften? Ja, genau. Elwin möchte eine Marionette auf den Thron des Königs setzen, damit er die ganze Macht für sich allein hat. Deswegen sollte ich den Prinz vergiften. Mich wollte er danach hinrichten lassen, um mich loszuwerden. Das ist unglaublich. Lord Erwin ist wahrhaftig ein bösartiger Mensch. Bitte, du bist der Einzige, der mir helfen kann. Ich will nicht sterben. Lass mich nicht im Stich. Robin, wir müssen etwas unternehmen, und zwar so schnell wie möglich. Wir haben keine Zeit zu verlieren.
Lord Alvin, die Zeit ist reif, um eure ruchlosen Taten zu beenden.